Sechs Männer, ein Ziel. Zu Fuß, auf dem Rad und im Wasser. Von Zinnowitz nach Zingst. Der Inselman. Rügen, Ostseebad Selin. Der strahlende Sommer der letzten Tage. Dahin. Es ist nass, kalt und windig. Es kühlt natürlich das Wasser ab. Und heute müssen wir ja nochmal 3 Kilometer schwimmen. Und morgen geht's wieder ins Wasser. Also von daher ist es nicht ganz so toll. Die erste Etappe des Tages, 80 Kilometer auf dem Rad. Für Schwimmer wie die 6 Chemnitzer eine kleine Tortur, zumal der Körper noch schmerzt vom Tag zuvor. Die Inselmänner wollen die großen Straßen meiden, dem Verkehr ausweichen. Doch dann ist der Weg plötzlich von Wasser versperrt. Vom Barber Beek. Keine Brücke in Sicht, nur eine kleine Ruderfähre. Sie haben Glück. Der Fährmann hat ein Einsehen, bringt die Inselmänner auch mit ihren Fahrrädern ans andere Ufer. Von Zinnowitz nach Zingst, das hat selbst er noch nicht erlebt. Zingst auch noch rüberschwimmen, so die armen Schweine. Bei der Kälte, da haben sie eine ganz schöne Strömung vor sich. Weil da sind ganz schöne Wellen, da haben sie noch was vor sich. Heute zunächst die lange Radstrecke auf Rügen. Da denkt man an tellerflache Strecken, doch dann wird's plötzlich bergig. Es geht hinauf auf den Tempelberg. Auf alten Steinen, die vom Regen der Nacht noch glitschig sind. Boah, jetzt kommen meine Schwächen. Mit 110 Kilo hier einen Berg hoch ist natürlich richtig hart. Es geht steil bergan. Oh, geschafft. Oh. Oh. 107 Höhenmeter. Der Anstieg zum Jagdschloss Granitz ist geschafft. Die Inselmänner sind es auch. Sie wollen ein wenig abkürzen, doch der angepeilte Waldweg endet mitten auf einem Feld. Die Räder sinken ein, die Männer kommen kaum noch vorwärts. Alle sind sauer und verlieren wertvolle Zeit. Doch die Laune bessert sich danach schnell, denn die erste Pause des Tages gibt's vor spektakulärer Kulisse. Empfangen von einem Schauspielstar, der hier bei den Störtebeker Festspielen den Minnesänger gibt. Hey! Bibi, grüß dich, mein Lieber. Servus. Alles frisch? Also, jetzt, wo wir bei dir sind, ist natürlich noch ein absolutes Highlight. Schön, guckt euch mal um. Das Wetter wollte ich schon mal sein. Genießt mal diesen schönen Anblick. Normalerweise sitzen hier 9000 Leute. Ich denke, Männer, die viel leisten, müssen auch etwas essen. Und wir machen jetzt was mittelalterlich Zünftiges, wenn wir spielen ja hier Störtebeker auf dieser Bühne. Fischbrötchen für die hungrigen Inselmänner. Doch viel Zeit zum Plaudern bleibt nicht. Und damit sie sich nicht wieder verirren, ist einer gekommen, der die Insel bestens kennt. Störtebekers fliegender Freund, ein Seeadler. Laran weist euch jetzt den Weg hier raus, dass ihr wieder auf die richtige Spur kommt. Weiter geht's in den Norden von Rügen. Sagard, Glove, Brege. Sie haben viel Zeit verloren durch den unfreiwilligen Trip durch die Wildnis. Als sie die Wittower Fähre erreichen, steht die Sonne schon tief. Und dann ist auch der erste Streit da. Das ist doch auch schon wieder so weit. Das ist alles viel zu weit hier, die Entfernung. Der Chef ist dran schuld. Die Längenangaben haben nie gestimmt. Lass ihn erstmal. Den langen Weg direkt zum Hotel oder nur kurz schwimmen? So kann losgehen. Und dann den Rest laufen. Im Hinterkopf haben sie längst alle den nächsten Tag. Dann stehen erneut 12 Kilometer durch die offene See an. Am Ende schwimmen sie doch den kompletten Weg durch den Buger Bodden direkt zum Hotelstrand. Waren am Ende auch nur knapp 2 Kilometer, viel weniger als befürchtet. Vielleicht so ein bisschen Kommunikationsproblem. Hätte man genau gewusst, wie weit es ist, war kein Akt, hier weiter zu schwimmen. Aber der Respekt vor morgen ist natürlich da. Also es geistert so in den Köpfen, dass morgen nicht alle drüber kommen. Ich denke, Toleranz ist ein Riesenthema bei uns. Also da haben wir bestimmt alle noch ein bisschen Nachholbedarf. Viele organisatorische Dinge lassen sich nicht bis ins allerkleinste Detail von zu Hause aus durchplanen. Das Wichtigste aber, auch am zweiten Tag haben alle 6 Inselmänner das Ziel erreicht. Und beim Bier an der Hoteltheke
Yes, we can! Ist auch das Lachen zurück. Nur, die Königsetappe steht noch aus. Schwimmend Richtung Hiddensee.